Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rasrasch-Box von MC René. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rasrasch von MC René, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein sehr ungewöhnlicher Albumtitel. Rein so auf der Box lesen wir Katz Reihe. Das ist ja nicht ganz der Albumtitel, also schriftlich schon, aber man spricht meines Wissens aus Rasrasch. Und der Albumtitel kommt daher, dass MC René familiär, also seine Familie, kommt ursprünglich aus Marokko. Es ist auch gleichzeitig sein Familienname, El Rasrasch. Und dementsprechend hat er sein Album genannt, wie seine Familie, also nach seinem Familiennamen. Und auch das ganze Album ist in Marokko entstanden. Ja, wir haben hier die Box, die ist recht flach und quadratisch, also so eine klassische Vinylbox. Kommt hier in Schwarz und Türkis. In der Mitte lesen wir den Albumtitel und den Interpreten. Ansonsten hier alles in dieser Ornamentoptik. Sieht aus wie so ein schönes Fenster oder so eine Verzierung. Ansonsten an den Seiten hier alles komplett in Schwarz. Und auf der Unterseite, hier haben wir es, haben wir einen Barcode aufgeklebt und dann haben wir hier noch einen Sticker von Vinyl Digital. MC René und Figup Brazlevic, Rasrasch, limitierte Luxbox, 2 LP plus CD plus T-Shirt. Okay, also ein bisschen schon Einblick in das, was sich da in dieser Box befinden wird. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir das Album auf CD. Fotos, so drei Drucke, so Kunstdrucke. Dann ein, zwei Zettel, okay. Und das Album auf Vinyl, auf Doppelvinyl. Sehr gut. So, dann packen wir die Box dabei mal zur Seite. Und räumen den Rest zur Seite, bis auf das Album. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also, das ist das Cover. Wir haben hier einen kleinen Jungen, dürfte wohl auch wieder in Marokko aufgenommen worden sein. Hier lesen wir einmal wieder den Albumtitel, darunter sogar in Lautschrift, also so spricht man das dann korrekt aus. MC René, produziert von Figup Brazlevic. Dann haben wir hier noch die Infos zum Label, also das Label heißt Peripherik. Auf der Seite MC René, Rasrasch, Katalognummer Peripherik Records 2016. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier auf diesem Album 14 Tracks. Features von Figup Brazlevic, Lian Krings, Tesla, Noritsu, Tony L, Retrogott. Figup Brazlevic hat meines Wissens, abgesehen von diesem Feature, auch das gesamte Album produziert. Barcode unten rechts. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, also wir haben hier ein Digipack. So sieht das Ganze von innen aus. Also alle Fotos, ebenso wie das komplette Album, soweit ich weiß, hier in Marokko aufgenommen. Jawohl. Dann haben wir rechts eine Stecktasche mit dem Booklet. So. Ein Lyric-Booklet bedeutet, hier ist wirklich jeder Track abgedruckt. Sehr schön. Dann ein Foto von MC René vor einer Ortstafel, vor einem Straßenschild. Casablanca. Also dürfte sich hier direkt in der Nähe aufhalten, der Stadt. Dann die einzelnen Tracks samt Lyrics. So sieht es aus. Ein Foto des Künstlers. Das ganze Booklet scheinbar in Schwarz-Weiß. So sieht es aus. Und zum Abschluss gibt es dann hier nochmal die Credits und dieses Foto der Stiege. So, dann kommen wir zur Album-CD. Die kommt hier in so einer schwarzen Vinyl-Optik. Sieht so aus. In der Mitte in hellblau und weiß.
Hier sind auch tatsächlich so die Rillen reingemacht. Und dann haben wir hier ein schönes Panorama von Marokko. So, das war's zum Album auf CD. Aber wir haben das Album eben auch noch, wie gesagt, auf Vinyl, auf Doppelvinyl. Kommt hier in einem Gatefold, Cover ident, wie auch schon bei der CD, beim Album. So sieht das auf der Seite aus. Und auf der Rückseite wieder die Treppe samt Tracklist. Also die 14 Tracks hier auf 4 Seiten verteilt. Von innen auch wieder hier dieses schöne Panorama, diese Aussicht. Und unten links die Credits zum Album. So, dann schauen wir mal rein. Vinyl Nummer 1 hier links. Da ist noch was drin. Zwar haben wir noch einen Zettel, okay, zu dem kommen wir dann noch. Und dann haben wir hier natürlich Vinyl Nummer 2 in der rechten Tasche. So, dann schauen wir uns die mal an. Also, Vinyl Nummer 1. Beide kommen hier in weißen Papierhüllen. Und beide sind auch wieder hier in der Mitte in diesem hellblau, in diesem türkis-weiß gehalten. Seite 2. Seite 1. So sieht das aus. Vinyls klassisch in schwarz. Und die zweite Vinyl, die kommt natürlich ebenso in einer weißen Papierhülle und ist ebenso in schwarz. Seite 3 und Seite 4. Gut, also einmal auf CD das Album und dann hier nochmal auf Doppelvinyl. Und dann haben wir hier noch einen Zettel dabei gehabt bei der Doppelvinyl. Ah, okay. Zusätzlich zu dem, dass wir das Album hier auf CD und auf Vinyl haben, haben wir tatsächlich auch noch einen Download-Code. Also mit Hilfe dieses Download-Codes hier in der Mitte kann man dann hier diese Website besuchen, dann hier entsprechend auswählen und dann kann man das hier als sofort Download runterladen. Sehr schön. Gefällt mir immer gut, wenn man Download-Codes bei Vinyls beilegt. Denn man kann die Vinyl natürlich auch so kaufen, also ohne die Box, rein nur die Vinyl. Und dann ist es immer gut, wenn man zumindest eine CD oder einen Download-Code für digitales Album mit dabei hat. So, dann haben wir mit dabei ein Shirt. Ein sehr ungewöhnliches Shirt. Warum ungewöhnlich? Wegen der Farbe. Denn die meisten Shirts in Boxen und Bundles, die sind ja dann doch meistens so schwarz oder weiß, manchmal auch noch grau. Aber hier haben wir ein Shirt in Petrol. Das ist sehr, sehr selten. So, was haben wir hier für ein Design? 4.0 Birthday Jam MC René. Okay, also es ist mehr oder weniger in so einem Nostalgie, in so einem Retro-Design, wie so eine Ankündigung, wie so ein Flyer, wie so ein Plakat. Am 16. September 2016, meines Wissens, dürfte das hier stattgefunden haben. Die Birthday Jam von MC René. Und dann haben wir hier You Better Don't Miss It stehen, Gloria Köln. Und dann hier in der Mitte die ganzen Leute, die beteiligt waren. Also so Gastkünstler, die da an dem Abend mit dabei waren. Unter anderem Tony L, Stieber Twins, Retrogod und Hulk Hogan, Afro, Figo Braslevich, Flowin Imo. Also da waren schon einige mit am Start. Rückseite ist blank, also hier ist nichts weiter drauf. Das Shirt kommt hier in Größe L. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier irgendwie einen Zettel oder sowas finden. Ja, genau. So, was lesen wir hier? Continental Fairwear Foundation, sehr schön. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Gerade bei ihm, bei diesem Album, hätte ich jetzt erwartet, dass es ein Made in Marokko ist. Aber ich glaube, das ist dann doch eher bei Fruit of the Loom oder auch noch bei Gilden hin und wieder der Fall. Dementsprechend hat man sich hier für was anderes entschieden. Und ja, diese Continental-Shirts sind in meinen Augen auf jeden Fall gut und besser als die klassischen Gilden Softstyle oder so.
So, dann haben wir noch drei Karten mit dabei. Drei so Fotos, drei, ja, wie nennt man das, Kunstdrucke, quadratisch. Einmal hier das Album, also das Cover des Albums. Dann dieses Foto hier, das kennen wir auch aus dem Booklet hier in schwarz und weiß. Dieser Blick hier zum Fenster. Und dann haben wir einmal noch die Stiege, also die drei Motive, die kennen wir aus dem Artwork. Rückseite blank weiß, alle drei quadratisch. Dann haben wir noch zwei Zettel mit dabei. Und zwar haben wir hier einen Zettel. Dein Shirt passt dir nicht. Schicke das Shirt mit diesem ausgefüllten Zettel an folgende Adresse. Wow, also sowas habe ich auch noch nie gesehen, dass man hier wirklich die Möglichkeit hat, das Shirt in eine andere Größe umzutauschen. Meines Wissens gab es da bei dieser Box wirklich nur L zu bestellen. Eventuell irre ich mich auch, aber unabhängig davon, selbst wenn jetzt wirklich alle mit L verkauft wurden, gab es scheinbar doch die Möglichkeit, irgendwie das umzutauschen. Umtausch vorbehaltlich Verfügbarkeit. Ja, also SMLXL, da war scheinbar alles zu machen. Nicht schlecht. Und was haben wir hier noch? Einen Zettel mit einem Download. Unter folgendem Link möchte ich euch an meine legendäre MC René Birthday Jam im Gloria in Köln erinnern. Okay, also kein Download, sondern so ein Zugang. Also unter dieser Adresse mit diesem Passwort. Den grandiosen Abend teile ich immer wieder gerne mit euch. Danke an Maxim für die Hammerfotos. Beste Grüße, MC René. Also, falls diese Website, dieser Link noch intakt sein sollte, dann könnt ihr gerne mit diesem Passwort hier das anschauen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Zettel, einmal dieser Online-Zugang zur Birthday Jam und auf dem anderen das Formular, falls man das Shirt umtauschen möchte. Dann hier der Zettel mit dem Download-Code für das Album in digitaler Version. Die drei Kunstdrucke, quadratisch, das Shirt in der Größe L, dann die Doppelvinyl zum Album und natürlich das Album an sich auch nochmal auf CD mit insgesamt 14 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Chazraj von MC René. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC René unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.